Warte mal kurz, der Junge da vorne, der mit den blonden Haaren, siehst du ihn? Ich fand das hier cool. Ja, den sehe ich. Dann bin ich also nicht am Träumen? Nein. Danke dir. Maggie Davis. So sieht man sich wieder. Hallo, Andrew. Was für ein Zufall. Was machst du hier überhaupt? Oh, ich begleite nur Philippe. Er beendet als Privatschüler das Schuljahr. Er macht die Prüfung. Das ist wirklich nett, dass du ihn begleitest. Weißt du, wir werden gleich nach seiner Prüfung noch ein Konzert geben, deswegen. Ach echt? Ihr spielt wieder zusammen? Ja, aus dem Duo Bianca und Philippe wurde das Duo Andrew und Philippe. Das finde ich klasse. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Und du, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Und die Moodboards? Wir werden wohl auf Tour gehen. Prima. Ja. Und Jack? Ach, das läuft wirklich gut. Wir verstehen uns ganz wunderbar. Es kam nur was dazwischen und, naja. Maggie, ich kann meine Notizen nicht mehr finden. Sie sind einfach verschwunden. Hast du sie vielleicht gesehen? Vielleicht liegen sie noch im Büro zwischen den ganzen Unterlagen. Nein, ich habe schon überall danach gesucht. Aber es könnte sein... Ja! Ich habe sie auf dem Stick. Ich muss nur die Datei neu ausdrucken. Du Glückliche. Entschuldige. Hallo. Ich bin Marie Laurent. Ich bin heute Gast in der Mailänder Fashion Academy. Und Maggie ist meine Begleitstudentin. Freut mich sehr. Ich bin der Ex von... Ex-Schüler der Akademie. Ja. Freut mich sehr, Andrew. Mich auch. Maggie, können wir jetzt vielleicht zu den anderen gehen? Natürlich. Wir sind noch beschäftigt. Aber vielleicht sehen wir uns später nochmal. Bis dann. Darf ich? Natürlich! Was machst du denn bitte hier? Hallo übrigens. Die Fashion Akademie hat mir wohl gefehlt. Aber irgendwie scheint hier alles gleich geblieben zu sein. Bis auf eine Kleinigkeit vielleicht. Ich mag das Zynische, Andrew. Du hast uns gefehlt. Das meinst du? Warum macht ihr nicht einfach weiter und ich verabschiede Andrew? Ich vermute mal, ihr seid nicht mehr zusammen? Richtig. Jacques hatte wohl eine Familienangelegenheit zu regeln. Und Marie war die Einzige, die ihm dabei helfen konnte. Sag bloß eine arrangierte Verlobung. Ja, könnte man so sagen. Ich finde, es ist besser so. Nein, ganz ehrlich, weißt du, in diesem Jahr ist bei mir so schrecklich viel los. Die Tournee, unsere Akademie und die Arbeit für den Direktor. Da bleibt einfach keine Zeit für Jacques. Du meinst, es wäre in Ordnung. Vielleicht ist die Marie sympathisch. Übrigens, sie hat da was vergessen. Ihren USB-Stick. Gibst du ihr den wieder? Ja, klar, natürlich. Hm. Danke. Bis später. Bis später. Jetzt verstehe ich langsam, was du vorhast. Wieso bist du immer noch hier? Du willst den Ehrengast sabotieren. Nein! Und wie kannst du mir das nur unterstellen? Was war denn im letzten Jahr mit dir los? Da habe ich einen Fehler gemacht. Ah. Das habe ich erst durch dich verstanden. Du warst davon überzeugt, dass die Moodboards und die Cool Ghost befreundet sein können. Du hast mir sogar vertraut, als ich es nicht verdient hatte. Weil du das Gute im Menschen sehen willst, Maggie. Auch wenn die anderen das nicht sehen können oder nicht verdienen. Und genau deswegen bist du so klasse. Du hast sogar Jacques gehen lassen aus Rücksicht auf seine Familie. Auch wenn es dir das Herz gebrochen hat. Maggie, ich weiß, du bist verletzt. Aber lass nicht zu, dass dich das verändert. Du bist was Besonderes. Oh nein, was habe ich bloß getan? Jetzt wird sich Marie wegen mir schrecklich blamieren. Maggie, ganz einfach ruhig bleiben und zählen. Okay, tu ich. 1, 2, 3. Es geht schon viel besser, danke. Siehst du? Jetzt wird alles gut. Ja, okay. Ja, klar. Die Papiere sind hier im Schrank. Ich bring sie ihr. Sei zu jedem Gast freundlich. Immer. Danke. Ich danke euch allen, aber ein ganz besonderer Dank geht an Maggie Davis. Danke.
Danke, dass du an diesem wunderschönen Tag an meiner Seite warst. Ich danke dir. Du warst klasse. Nicht wirklich. Ich weiß, das war nicht einfach wegen deiner Gefühle. Ich wollte sagen, wegen unserer Gefühle. Genau deswegen bist du außergewöhnlich. Danke, Jacques. Ist Andrew wegen dir hier? Nein, er begleitet nur Philippe. Der holt eine Prüfung nach. Hat's dir gefallen, ihn wiederzusehen? Ja, alte Freunde wiederzusehen tut doch immer gut. Glaubst du etwa? Ich bitte dich, mit Andrew ist wirklich Schluss. Und zwar für immer. Ich hätte echt nie gedacht, dass du mir mal helfen würdest, mir selber treu zu bleiben. Ich habe mich bloß revanchiert. Damals hast du mir auch geholfen. Das ist Philippe. Er ist fertig. Ich muss gehen. Aber ich werde wiederkommen, wenn du mich sehen willst. Das wäre schön. Hey, one and two, they go with the money.